Hallo, hier bei Deutschlandwetter zur morgendlichen Wettervorhersage. Und in diesem Video schauen wir mal auf das Wetter in den kommenden Tagen und dann noch von der Anfang der nächsten Woche. Dort könnte es nämlich ein Gewittertief geben mit örtlicher Unwettergefahr. Und hier sieht man doch gut auf diesem Bild den Eisschirm eines kräftigen Gewitters. Und dann fangen wir an mit Tageshöchsttemperaturen vom gestrigen Tag. Und die sagen wie folgt aus. Und dann hatten wir wieder mal in Tönesforst die am höchst gemessene Temperatur in Deutschland. Hier gab es um die 29 Grad. Vielleicht waren es auch ein paar mehr, 0,3 Grad oder so mehr. Und Tönesforst liegt nämlich auf 37 Metern. Und irgendwann kommt dann Lahr mit 28,4 Grad. Schauen wir jetzt auf die Wetterlage vom heutigen Mittwoch. Die sieht wie folgt aus, und da haben wir weiterhin dieses Höhentief, das dann östlich von uns liegt und dann langsam den Osten Deutschlands sozusagen in die Zange nimmt. Im Osten Deutschlands sind dann auch kräftige Gewitter, vor allem ab Donnerstag, Freitag bis Samstag, Sonntag durchaus möglich. Sonst herrscht meist recht ruhiges Hochdruckwetter. Schauen wir jetzt als nächstes auf das Wetter vom heutigen Mittwoch, und das sieht wie folgt aus, dass wir eventuell einen einzelnen Schauer in Richtung Sachsen haben werden, vielleicht auch einen in Richtung Brandenburg und Berlin und noch einzelne Schauer im äußersten Südosten Richtung Bayerischen Wald und in Richtung Alpen. Sonst im Westen scheint längere Zeit die Sonne. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe, und die Temperaturen sind doch deutlich tiefer als zuletzt. Denn zuletzt hatten wir noch örtlich Temperaturen von 32 Grad, zum Beispiel in Tönesforst. So werden wir morgen oder gesagt am heutigen Mittwoch, jetzt habe ich es mit Donnerstag verwechselt, ich meine natürlich Mittwoch, haben wir dann die Temperaturen in 2 Metern Höhe von 24, 26 Grad entlang des Rheins im Osten kühler mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Schauen wir auf das Wetter am Donnerstag. Und der Donnerstag sieht wie folgt aus, und dann haben wir einzelne Schauer an der Grenze von Brandenburg bis Polen, einzelne Schauer Richtung Erzgebirge und einzelne Schauer an und in den Alpen. Im Westen bleibt es voraussichtlich weiterhin trocken. Eventuell ist ein einzelner Schauer in der Eifel nicht ausgeschlossen. Schauen wir auch hier auf die Tageshöchsttemperaturen, und die sehen wie folgt aus. Weiterhin entlang des Rheins Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad, im Osten und Südosten weiterhin kühler mit Temperaturen zwischen 18 und örtlich 23 Grad, sowie an Nord- und Ostsee wird es ebenfalls ein bisschen kühler bleiben. Schauen wir auf das Wetter am Freitag. Und der Freitag bringt vor allem im Norden, Nordosten und Osten teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich kann auch mal ein knackiges Gewitter mit örtlicher Unwettergefahr durch Starkregen dabei sein, aber sonst wird das einfach nichts Wildes sein. Und im Westen weiterhin ja, dieses ruhige Hochdruckwetter, vielleicht weiterhin an der Eifel mal ein einzelner Schauer möglich. Schauen wir auf die Temperaturen, und zwar mit der Höhe, und die steigen noch langsam wieder an. Wir hatten entlang des Rheins Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad, die durchaus möglich sind. Im Osten weiterhin kühler mit Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Ebenfalls kühler bleibt es in den Alpen, in generellen Mittelgebirgen und an Nord- und Ostsee. Schauen wir jetzt auf das Wetter am Samstag. Und der Samstag, der bringt dann doch weiterhin ein paar kräftigere Schauer an der Grenze zu Polen, Richtung Brandenburg, auch einzelne Schauer, so wie im Erzgebirge und Sachsen. Hier sind die Schauer vermehrter als an der Grenze zu Polen. Und hier kann es dann auch mal recht heftig krachen, so wie im Bayerischen Wald und an Alpen sind auch ein paar Schauer möglich. Im Westen bleibt es weiterhin ruhig. Schauen wir denn jetzt auf die Tageshöchsttemperaturen. Die steigen weiter an, und so werden sie auch am Rhein weiter ansteigen. Am Rhein, vor allem am Oberrhein, erreichen wir wieder Temperaturen bis zu 30 Grad, die durchaus möglich sind. Eventuell auch mal 31 Grad. Richtung Osten bleibt es voraussichtlich weiterhin kühler mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Weiterhin bleibt es kühler an Nord- und Ostsee und in den Mittelgebirgen sowie in den Alpen. Schauen wir dann jetzt mal auf den Dienstag, den 20.06. Dann habe ich hier erstmal die Wetterlagenkarte wieder rausgekramt. Dann sehen wir ein Hoch Richtung Italien, ein Tief
Richtung Großbritannien. Und diese Konstellation zwischen diesem Tief und diesem Hoch könnten uns dann diese kräftigen Gewitter bringen. Und dann würde auch warme bis sehr, sehr heiße Luft nach Deutschland geführt werden mit Temperaturen örtlich bis zu 34, 35 Grad, die durchaus möglich sind. Und erstmal wird der Westen in Fokus dieser kräftigen Gewitter geraten. Und das schauen wir uns jetzt an. Nach dem EZMWF-Modell, und das berechnet in NRW, in Rheinland-Pfalz, in Teilen Baden-Württembergs, Hessen, eventuell auch noch ein bisschen weiter östlich Richtung Sachsen und Bayern und Baden-Württemberg, einzelne recht kräftige Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Teilweise können auch richtig heftige Brummer mit dabei sein. Örtliche Superzellen sind nicht ausgeschlossen, mit größerem Hagel, heftigem Starkregen und örtlich auch Sturmböen. Richtung Norden bleibt es trocken. Schauen wir auf die Niederschlagsmengen bis zum Dienstag. Und der Dienstag bringt dann am meisten die Niederschläge, vor allem, wie gesagt, in den Regionen, die ich gerade benannt habe. Am meisten bleibt es trocken, vor allem im äußersten Nordwesten Richtung Bremen, eventuell noch nach Hamburg bleibt es dort trocken. Und wenig Niederschlags gibt es im äußersten Südwesten Richtung Freiburg, im Breisgau und sowie direkt an den Alpen. Schauen wir jetzt auf die Tageshöchsttemperaturen und die Niederschlagssignale. Und da sehen wir hier im Westen bleibt es erstmal recht mild. Nächste Woche wird es dann sogar noch milder mit Temperaturen, wie gesagt, bis an die 33, 34 Grad möglich. Und mit dieser Wärme nächste Woche steigen hier auch die Niederschlagssignale deutlich an. Zum Ende des Vorhersagezeitraums sieht man hier diesen dicken grünen Hauptlauf, der sehr, sehr viel Niederschlag bringen würde. Und auch zum Ende des Vorhersagezeitraums nimmt die Bandbreite der Temperaturen doch wieder deutlich zu. Das Ganze im Osten, ähnliches Beispiel, hier Temperaturen bis zu 31, 32 Grad durchaus möglich. Hier am Anfang des Vorhersagezeitraums aber schon Niederschläge, die kommen jetzt durch dieses Höhentief zustande. Sonst haben wir eigentlich meistens auch durchgehend eher Niederschlagssignale, meistens wie gesagt diese kräftigen Schauer und Gewitter, die dann einiges an Regen bringen können. Also da sieht man mal, dass viel Spannung momentan im Wetter ist. Vor allem die große Wetterumstellung kommt nächste Woche. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und ein Like. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und dann schaffen wir auch die 500 Abonnenten. Macht's gut, bis dann und ciao.